Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Jawohl, wir befinden uns hier in unserem kleinen Kabuffchen und ich wollte eigentlich die Zeit nutzen. Wie kann ich eigentlich das Feuer wieder wegmachen? Der hat das ja schon die ganze Zeit in der Hand und ich habe Angst, dass das Gas leer wird. Wie macht man das Feuer wieder weg? Lighter. Ne, das war's nicht. Wie mache ich denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Feuer wegmache. Oh. Entschuldigung. Wie mache ich denn das blöde Feuerzeug wieder weg? Wir haben das jetzt equipped. Die können wir ja unequippen, ne? Das geht auch nicht, hä? Wie kann ich denn? Oder was anderes mal in die Hand nehmen? Ach, warte mal, ich könnte es vielleicht so machen. P. Und dann close. Ah, sehr gut. Okay, ich habe ein bisschen offscreen, hatte ich ja angekündigt gehabt, dass ich ein bisschen... Oh, wir haben tierischen Kohldampf. Tierischen Durst, meine ich. Wir haben zum Glück noch eine Soda. Die pfeifen wir uns eben schnell weg. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich... Hier ist alles gut, ne? Ja. Dass ich offscreen so ein bisschen anfange, Holz zu hacken und sowas. Das habe ich auch gemacht. Ihr seht das unten rechts. Jetzt macht er das Feuer schon wieder an. Hör auf! Das Feuer wieder weg. Ja, hatte ich ja angekündigt gehabt. Habe ich auch gemacht. Ja, wie ihr unten links seht, ich habe ein bisschen, so 20 Holzstücke habe ich ungefähr gesammelt. Das Problem war allerdings nur, dass dann plötzlich Kannibalen kamen. Dann bin ich in die Dingens dahin, in die Loga da reingeflüchtet oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und wollte eigentlich, dann eine Nacht schlafen und sowas. Einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Das hat, wie ihr seht, super funktioniert. Dann hatte ich gedacht, gut, ich speichere hier einfach ab und nehme dann auf, damit da ein bisschen Action ist. Jetzt war plötzlich nichts mehr da. Die waren alle weg. Sie haben uns allein gelassen. Diese Pisser. Nee, keine Ahnung. Waren dann auf einmal nicht mehr da. Ist jetzt nicht schlimm. Ich trauere denen jetzt nicht unbedingt nach. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal... Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir brauchen ja was zu trinken, ne? So langsam. Und wir werden jetzt mal losziehen, um uns ein wunderschönes... Wo haben wir's? Das sind eine Walls. Das sind eine Woodbench. Skull Lamp ist natürlich auch mega gut. Animal Traps, Explosive Wire. Nee, ich möchte... Wo ist denn das jetzt? Warte mal, Trap. Hier genau, Water Collector. Den möchte ich bauen. Und dafür brauchen wir... Ich glaube, ich mache... Riech mal. Oh, ein Vögelchen. Oh, ein Vögelchen. Oh, fein. Was war das? Achso. Okay, den stellen wir einfach mal hier hin. Ja, so ein Regenfänger. Und dafür brauchen wir eine Turtle Shell und Logs. Sticks haben wir. Zack, wenn wir den Baum hier kaputt schlagen. Pass mal auf. Pam. Haben wir noch mehr Sticks? Dann haben wir nämlich alle Sticks schon mal. Dann brauchen wir jetzt nämlich nur eine Turtle Shell. Also so eine Turtle... Teenage Mutant Ninja Turtles. Also so ein... Toll, jetzt regnet es und wir haben unser Ding da noch nicht aufgestellt. Super. Scheiße, Mann. Okay, wir gehen mal gucken, ob wir irgendwo eine Schildkröte finden. Während es hier vor sich hin regnet. Mal schauen, ob wir... Ich weiß, so eine Schildkröte ist ja auch nicht so leicht zu finden, ne? Gerade hier im Dickicht ist das jetzt nicht so einfach. Aber mal gucken, wir kriegen das bestimmt hin. Gemeinsam können wir es schaffen, Freunde. Hier im Regen. Von The Forest. Müssen natürlich immer aufpassen. Ist durchaus möglich, dass hier so ein paar nette Gestalten umherziehen. Die Koffer sind wieder zu, das ist super. Dann können wir uns nämlich gerade mal hier ein bisschen Verpflegung hoch besorgen. Pam. Nein. Pam. Zack. Verpflegung. Finde ich halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen kurios, dass das Zeug hier immer wieder... Oh, ein Tennisball! Hey! Finde ich halt ein bisschen komisch, dass das Ding immer wieder voll ist. Also, dass die immer wieder zu sind. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Riegel. Was zu trinken haben wir natürlich noch nicht, aber das kann man ja mit dem Kochtopf relativ einfach regeln. Da ist eine Schildkröte! Ich will die jetzt gar nicht töten. Ist sie tot? Schildkröte, bist du tot? Jetzt haben wir eine Feder collected. Habe ich jetzt einen Vogel zerstört oder was? Oh. Ich glaube, ich habe einen Vogel getötet. Entschuldigung, Herr Vogel. Ich glaube aber,
dass wir die Schildkröte so nicht platt kriegen werden. Wie tötet man denn eine Schildkröte? Sie lebt? Okay, so werden wir sie definitiv nicht klein kriegen. Da hinten ist auch noch eine, aber wie tötet man denn bitte eine Schildkröte? Das ist ja... Also in echt hätte ich da jetzt ja mehrere Ideen, wie man das macht. Es sind jetzt nicht die tollsten Ideen, aber wie macht man das denn? Habe ich jetzt ehrlich gesagt so spontan keine Idee, wie man das hier in-game machen könnte. Ich weiß es nicht. Check mal gerade, ob hier noch irgendwas anderes noch rumliegt. Wir brauchen halt, wie gesagt, was zu trinken. Essen haben wir erstmal genug. Da haben wir jetzt gerade diese ganzen Dinger da noch gefunden, diese Energieriegel. Das sind irgendwelche Frackteile. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die restlichen Koffer noch auf. Hier sind ja noch genügend. Und dann, dann müssen wir mal gucken, wie man eine Schildkröte tötet. Vielleicht mit dem Speer. Oder brauchen wir da vielleicht eine besondere Axt für oder sowas? Ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Was war das? Wir nehmen einfach alles mit. So, her damit. Wir könnten jetzt nochmal gucken, dann machen wir die Folge vielleicht mal eine Jagd-Session und suchen uns mal ein paar Dingens. Hier so ein paar. Den haben wir auf, den noch nicht. Zack. Dann suchen wir uns jetzt mal so eins, zwei von diesen, ja, wie heißen sie? Lizards, genau. Dann können wir uns nämlich besagte Rüstung auch machen. Und dann sind wir da erstmal ausgestattet. Was haben wir denn jetzt? Wir haben eine Menge Kram jetzt dabei. Sticks haben wir, Steine haben wir, einen Haufen Energieriegel, 10 Stück. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Wie gesagt, da begeben wir uns jetzt noch ein Köfferchen. Begeben wir uns jetzt mal auf die Suche nach Tennisball! Hui! Fly me to the moon. Was wollte ich? Ach ja, genau. Wir suchen uns jetzt ein paar Lizards. Wie gesagt, wir brauchen halt eine Möglichkeit, die Schildkröte zu töten. Ich, wie gesagt, auf dem ersten Moment... Ach, die können wir eh nicht essen, ne? Jetzt so im ersten Moment fällt mir eigentlich nichts ein, wie man die töten könnte. Vielleicht ins Feuer locken? Anzünden? Voll kacken, bis er keine Luft mehr kriegt? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt will ich die auch gar nicht töten, aber es geht halt um unser eigenes Überleben. Und da gewinnt halt eben dann der Stärkere. Und das sind dann halt in dem Fall wir. Traurig, aber wahr. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo so ein Dingens finden. Einen Lizard. Hier sehe ich jetzt auf den ersten Blick keinen. Das Game ist aber auch verdammt hell. Habe ich das zu hell eingestellt oder ist das Gewitter? Oder ist das automatisch so? Ein Vogel! Eine Menge Stöcker, es regnet mal wieder. Okay, wir brauchen dringend was zu essen. Hier. Nom 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 nom. Energieriegel. Stell dir vor, du bist im Wald ausgesetzt, du musst dich dauerhaft von Energieriegeln ernähren. So viel Zucker, wie da teilweise drin ist, verfaulen dir doch irgendwann die Zähne. Du hast ja auch keine Zahnpasta oder sowas. Hasi! Du hast ja auch keine Zahnpasta oder so. Du hast ja nix. Wir könnten uns natürlich auch mal einen Fisch fangen, ne? Da bräuchten wir halt hier diesen Speer für. Was wir kennen den nicht Kerin, den Weak Spear. Aber warum, ist die Frage. Da könnten wir craften, einen Arrow. Club crafted. Vielleicht mit dem Stein? Eine Axe können wir da craften. Aber was brauchen wir noch? Das ist die Frage, nicht? Ach, Lizard Skin. Guck mal, da haben wir sogar schon ein bisschen was von. Man sieht halt leider nicht, was wir da jetzt noch brauchen, ne? Learn the basic of survival. Trick B to open breath. Was ist das hier alles? Das können wir alles noch gar nicht auswählen, scheinbar. Step 2. Huch. Nee, will ich nicht. Gehen wir auf den Main Index zurück. Storage, Shelter, Fire, Main. Information. Ach, das sind Informationen. Okay, was ist das?
Ach, das sind diese Dinger hier, diese Anti-Kannibalen-Dinger, die wo man verteilen kann. Warum können wir den Speer nicht mitnehmen? Das wundert mich. Muss man die vielleicht wegschmeißen? Combine, equip. Wie gesagt, mir fällt jetzt nichts ein. Vielleicht können wir uns ja, warte mal, vielleicht mit dem hier und dem hier. Vielleicht können wir uns ja mit einer Uhr? Nee. Oder? Nee. Eine Axt. Ach, wir haben schon Spare, okay. Gut. Ach, vielleicht mit Cloth, warte mal. Nee, auch nicht. Oder? Nee. Aber warte mal, wir können ja mal den Speer auswählen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das denn mit dem Fischen? Ich schätze mal, man muss halt auf den richtigen Moment warten. Da war ein Lizard. Komm her, Bro. Ist er down? Ja, oh, der ist down. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Fischen jetzt abläuft. Ich denke mal, einfach reinstechen wird nichts bringen, ne? Okay, da muss halt schon auch ein Fisch irgendwie sein. Ich weiß, ich sehe jetzt hier gerade keinen Fisch. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen zu forsch. Einfach reingerannt. Fischi! Hallo, Fischi! Huch! Da war gerade ein Vogel im Wasser. Warum? Warum ist die Frage? Okay. Ich glaube, wir haben allgemein hier in dem Wasser gerade keine Fische. Kann das sein? Oder wird einem ganz schwindelig, wenn man da die ganze Zeit drauf guckt. Aber ich sehe gerade tatsächlich keinen Fisch. Vielleicht haben wir hier wirklich nichts an Fischis. Geh ich nochmal hier gucken. Also Speere haben wir auf jeden Fall erstmal genug noch. There is no fish inside. Okay, dann lass uns vielleicht nochmal kurz am Dingens gucken gehen. Wir hatten ja noch einen Bach gehabt am... hier vorne irgendwo, wo wir das erste Mal gesoffen hatten, wo ich nicht wusste, dass man verfaultes Wasser nicht unbedingt trinken sollte. Passiert, ne? Haben wir hier einen Fisch? Irgendwie ja nicht. Doch, da ist einer. Psch. Pam! I got you. So. Tut mir zwar leid, weil ich eigentlich, ich kann das nicht selbst machen. Ich könnte in echt nie einen Fisch fangen und den dann irgendwie ausweiden. Geht aber nicht. Aber wir sind hier bei The Forest. Ah, was denn? Ah. Was denn? Ach, wir haben Hunger, okay. Schon sagen, was ist denn jetzt los? Wir haben einen Raw Fish Collected. Kabuba, Kabuba, Fisch. Ha. So, da ist noch einer. Psst, ganz langsam. Und dann, pam. Ah. Das gibt ein lecker Abendessen. Ah, was denn? Sag mal, frisst der die? Nee. Ich wollte schon sagen, ich dachte, der frisst die jetzt roh oder sowas. Voll der Hannes. So, den nehmen wir noch mit. Pam. So, The Fishmaker. Man muss wahrscheinlich warten, bis der fertig zappeln ist. So. Nein, wir können nicht mehr carryen. Haben wir den jetzt fallen lassen? Ich glaube, wir haben den fallen lassen, ne? Weil wir nicht mehr mitnehmen können. Wo hat er den jetzt hingeschmissen? Fischi! Ach toll, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich den nämlich gar nicht erst gefangen. Toll. Jetzt ist ein Fisch umsonst gestorben. Das wäre Mittagessen für morgen gewesen. Okay. Sehr gut. Ich würde sagen, wir begeben uns zurück zum Lager. Da hatten wir, glaube ich, noch eins, zwei von den Kisten, die wir öffnen konnten. Genau. Mit der Axt. Mit der Axt gehen wir mal an der Arbeit. Was war das?
Da ist doch gerade was gelaufen, ich hab das doch gesehen. So, da ist auch noch ein bisschen was drin. Was war da noch? Irgendwas was. Ach, Medizin, okay. Ja, die brauchen wir im Moment zum Glück noch nicht. Bin ich ganz froh drum. Wie gesagt, ich mach die jetzt halt erstmal auf. Nehm einfach alles mit. Ein Stein! Juhu! Nehm einfach alles mit. Dann würde ich sagen, zünden wir uns mal das Lagerfeuerchen an. And it burns, burns, burns. Okay. The fish. Wie mache ich das jetzt da drauf? Ach, mit C. So, ein. Machen wir erstmal nur einen drauf oder tun wir die alle gleich drauf? Ich weiß es nicht. Wenn ich das jetzt... Ah, okay. Ah, geil. Sehr geil. Jetzt haben wir eine Lizard-Rüstung. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Bei der Macht von Lizard King. Ja. So, ich weiß nicht, wie lange muss denn der Fisch jetzt brutzeln, bis ich den essen kann? Eat. Ist der schon gut? Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwie... Ich lasse den lieber mal noch 2-3 Sekunden drauf. Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwie vergiften oder so. Und dann elendig an einer Fischerkrankung oder so verrecken. Das wäre doch auch lustig, oder? Ich habe überlebt. 30 Tage. Nur mit Wasser und Energieriegeln. Doch dann kam dieser eine Fisch. Und ich hatte tierischen Dünnschiss. Aber ging scheinbar. War okay. Super. Also, dann haben wir jetzt ein bisschen Fisch. Ich weiß halt nicht. Ich habe... Ehrlich gesagt, keine Ahnung, mit der Schildkröte, das macht mir noch ein bisschen Bauchweh, wie wir die platt kriegen. Batterien haben wir haben einen ganz guten Vorrat an Medizin, den Survival Guide haben wir. Plastic Torch. Ein bisschen Geld, ein Feuerzeug, eine Watch haben wir. Aloe Vera haben wir, ist auch wunderschön. Seeds. Use in gardens to grow plants. Können wir also auch anbauen, geht das tatsächlich auch? Können wir vielleicht mit einer Leaf, so einem Stick und einem Stein was machen? Nö. Okay, mit einer Feder. Wie kann ich denn... Club crafted. Arrows. Da mache ich aber auch nichts mit, ne? Mit so einem Fuß sowieso nicht. Mit Cloth? Oh, was ist das? Combine? Ah, und was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Upgraded Stick can be used as a weapon. Ah, geil, okay. Wenn ich die Axt jetzt mit einem Stein kombiniere, bringt das nichts. Mit einem Stock auch nicht, mit Cloth? Ah. Okay. Combine. Ha. Cool, jetzt haben wir eine verklothte Axt. Ayakata! Oh. Ayakata! Oder so. Okay, da haben wir noch eine Kiste, aber die haben wir schon aufgemacht. Okay, ich würde sagen, ich guck mal kurz, wie lange die Folge schon geht. Ich würde sagen, das ist okay. Wir haben in dieser Folge ein bisschen was dazugelernt. Wir sind erstmals fischen gegangen. Das war eine tolle Nummer. Und haben uns jetzt endlich mal eine Rüstung genommen und haben mal so ein bisschen unseren Charakter ein bisschen ausgebaut. Wir haben jetzt jede Menge Futter dabei, das ist schon mal super. Wir müssen uns in der nächsten Folge noch was zu trinken besorgen. Das machen wir dann. Und dann müssen wir mal auf die Suche gehen nach einer Möglichkeit, wie wir denn die Schildkröte töten können. Ich mache es nicht gerne, aber ich mache es für unseren Charakter, damit wir was zu trinken haben, wenn es denn regnet. Wobei es jetzt noch nicht so oft geregnet hat, als dass die Schüssel da besonders voll werden könnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid hier bei The Forest. Bis dahin. Ja, eine weitere Folge von Let's Play The Forest ist zu Ende und wir haben in dieser Folge ein bisschen mehr Survival gelernt. Wir haben gelernt, wie wir uns Fische fangen, wir haben gelernt, wie wir eine Lizard-Haut als Rüstung benutzen und wir haben uns einen leckeren Fisch gefangen. Das ist doch schon mal was. Und wir haben unsere Ausrüstung ein bisschen ausgebaut, haben jetzt ein Upgraded Stick sozusagen, den wir als Waffe benutzen können und wir haben eine verbesserte Axt. Das ist doch schon mal super. In der nächsten Folge mal gucken, ob wir dann die Schildkröte platt kriegen, damit wir uns dieses Auffangbecken bauen können. Mal schauen. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.